Hallihallo, hallöle und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Resurrection. Ja, ich bin immer noch hier ein bisschen am... Oh, Schleimperle haben wir hier. Okay. Bin immer noch ein bisschen am Suchen. Vielleicht können wir noch irgendwo was mitnehmen oder irgendwas machen oder anstellen. Keine Ahnung. Uns fehlen halt Diamanten, uns fehlt halt dies, uns fehlt das, uns fehlt irgendwie gefühlt alles. Oh, hier haben wir noch Kohleerz. Ha! Ah, ja. Einmal hatten wir hier noch Kohleerz, aber ansonsten war es das auch schon, oder? Haben wir hier vielleicht noch Kohleerz? Zettel Quarz, Quarzit, Queen Sapphire. Das funktioniert hier scheinbar alles gar nicht. Keine Ahnung, nehmen wir mal das Zeugs hier und schreddern das einfach mal hier rein. Gucken wir mal, was davon geht oder was nicht geht. Ich habe keine Ahnung. So, machen wir mal das hier noch wieder rein und ja, gehen wir halt einfach mal los. Macht ja nichts. Zählt ja nichts. Zählt ja nichts. Zählt ja nichts. Oh, super toll hier. Okay, wir gehen einfach mal in diese Richtung. Ich glaube, da waren wir bisher noch nicht unbedingt gewesen. Haben, glaube ich, auch jetzt nur eine Pickaxe, oder? Ah, eine Pickaxe ist kacke eigentlich. Ich hätte eigentlich ganz gerne noch eine zweite Pickaxe. Haben wir noch ein Schwert? Ja, ein Schwert haben wir noch zumindest. Haben wir hier noch irgendwo was? Saphir-mäßig irgendwie sowas in die Richtung? Nee, leider nicht. Leider nein, leider gar nicht. Das bedeutet, wir brauchen das Pfeil brauchen wir, glaube ich. Hatten wir noch Stickies hier unten? Ich glaube, hier unten waren, glaube ich, noch Stickies, oder? Naja, gut, nee, Stickies nicht mehr, aber... Okay, hier oben haben wir noch Stickies und dann haben wir das. Machen wir das einmal, das Pfeil wahrscheinlich hier unten, glaube ich. Und hatten wir dann noch irgendwo Eisen? Nee, sogar Eisen ist aktuell Mangelware. Nee, Mangelware ist es nicht. Keine Sorge. So, dann nehmen wir mal den Hammer wieder. Dann können wir das hier mal den Hammer wieder hier reintun. Dann haben wir ja das und das. Nehmen wir das hier wieder mit rüber, dann nehmen wir das hier, ich glaube das waren zwei, wenn ich mich nicht irre, und einmal das. Oder auch zweimal, keine Ahnung. Nee, dann vielleicht andersrum. Ja. Okay, so, dann verkraften wir gleich mal noch die Pickaxe hier, oder verzaubern. 5, ja, Effizienz 2, Haltbarkeit 1. Das ist okay. Geh nochmal pennen, weil Dunkelheit wäre eigentlich gar nicht so schlecht eigentlich, weil dann hätten wir die Chance auf Endermans eigentlich. Wir brauchen ja sowieso auch noch eine fucking Perle davon. Ah, das ist die ganze Zeit gewachsen hier, diese Enderperle. Ich war 3 oder 4 Tage nicht auf dem Server drauf. Nervig. Nervig, nervig, nervig. Naja, gut. Schauen wir mal, was denn diese Farmtour jetzt so bringen mag. Muss man halt einfach mal gucken. So, komm, dann suchen wir jetzt einfach den nächsten Eingang, wo es irgendwie relativ nach unten geht. Und ja, wenn man Glück hat, hat man Glück. Und wenn nicht, naja, gut. Dann ist es halt so. Ich glaube, hier oben war auf jeden Fall irgendwas zum Runtergehen irgendwo. So, gucken wir uns einfach mal an, ob man hier irgendwo runtergehen kann. Da hinten könnte man runtergehen. Ich weiß, das ist dort wahrscheinlich schon relativ abgefarmt. Aber ich glaube nicht alles. Kann ich mir zumindest auf jeden Fall nicht vorstellen. Ah, hier. Haben wir doch zum Beispiel Kohle gleich mal. Zack. Oder? Ja, ist ja Kohle. Ja, das sieht doch gut aus. Weil wir hier ja eigentlich auch im richtigen Dingens sind. Das heißt, wenn wir jetzt hier einfach nochmal runtergehen. Hätte eigentlich, muss ich sagen, ich farm hier einfach mal die Kohle mal ab hier. Soweit es geht. Und dann bringe ich die ein und dann lasse ich die einfach mal Maze awaiten. Bevor ich dann jetzt hier mich auf die Höhlentour ein bisschen mehr begebe oder ein bisschen länger das Ganze hier mache. Hätte allerdings ganz gerne einen Stack voll, muss ich sagen. Wobei ich muss ja dann auch noch warten eigentlich. Oh, das ist auch wieder nervig. Oh, Mann, das dauert alles. Das dauert alles viel zu lange.
So, wo geht's jetzt wieder hier hoch? Okay, hier geht's erstmal wieder hoch. Okay, dann gehen wir halt schnell nochmal ganz kurz zurück. Schmelzen die Kohle nochmal schnell durch und dann wollen wir mal weitersehen. Ui. Lalalala. Und kommt man hier hoch? Jawohl, nice. So, schauen wir mal. Unsere Hütte steht immer noch ohne Dach. Hat sich auch schon länger nichts mehr dran geändert, weil ich eigentlich immer noch an der Baumform gerade dranhänge. Und das doch zu einem größeren Projekt geworden ist, als ich gedacht habe. Ja, weil da halt teilweise auch die Rohstoffe fehlen. Da habe ich wirklich, muss man sagen, etwas Pech auf jeden Fall. Also etwas Pech, dass halt wirklich teilweise dann ein bisschen an. Ja, wie soll man sagen, an. Zum einen an. Ups, Moment, hier machen wir das. Wir teilen das mal auf 3 auf hier. Damit es hier schneller geht. So, einmal Kohle haben wir schon mal. Okay, macht er hier gerade weiter. Hier sieht es gut aus soweit. Dann können wir hier auf jeden Fall schon mal, soweit es geht, die Iron Nuggets nehmen. Verkraften die auch einfach mal. Zack, zack, zack. So, nehmen wir das nächste Feld auch gleich noch mit hier. So, da haben wir doch auf jeden Fall ganz gut was an Eisen hier schon mal wieder rein produziert. So, nicht, dass das hier irgendwie doch in der Zeit demnächst mal irgendwie voll laufen sollte. Da habe ich nämlich auch keinen Bock drauf, dass dann irgendwelche Rohstoffe dann mir wieder entgangen sind, die ich mir mühselig zusammengefarmt habe. So, zack. Na komm schon, gib mir das Zeugs. So, haben wir hier noch irgendwas? Hier Eisenbahn hätten wir hier noch. Okay. Dann könnten wir hier noch den Rest hier an Eisen zusammen craften. Das heißt, wir brauchen das, das, das und das. Okay, den Rest können wir hier meinetwegen erstmal wieder reintun. Und ja, willkommen. Ups. Willkommen 4 neue 6 Eisen. So, eine ganze Reihe Eisen haben wir auf jeden Fall schon mal wieder. Oh, hier haben wir noch Lignit, Coal Ore. Okay. Hier haben wir Kohle, Kohle, Kohle und Kohle. Also 38 könnten erstmal reichen, sollten auch erstmal reichen. Schmeißen wir die erstmal hier rein. Ja, komm. Hier Amber Ore. Das kann er später machen bei mir, das hier. Okay, dann gehen wir auf jeden Fall nochmal zurück, graben uns dort mal runter, weil dort war ja sowieso so ein Chunk gewesen, der wo Rohstoffe waren. Ich weiß nicht, ob die, wie kriegt halt die Welt generiert, genau, ob dann wirklich der gesamte Chunk an sich wirklich so rohstoffreich ist oder ob da wirklich nur einzelne Bereiche sind. Aber ich hatte bisher so das Gefühl gehabt, dass eigentlich der gesamte Chunk dann relativ rohstoffreich ist. Hier gucken wir mal rein in die Kiste. Das geht gar nicht. Leck, 1, 2, 3. Okay, ich gehe dran, nämlich einfach nochmal schnell mal die Verbindung. Ah, okay. Gut, gucken wir nochmal nach. Das hat nämlich ja gerade nicht so funktioniert. So, jetzt müsste eigentlich in die Kiste müssen wir aber eigentlich reingucken können. Ah ne, die steht am Spawn, deswegen kann man da nicht reinschauen. Ah, das Problem. Ah, da war ja was. Deswegen konnte ich auch nichts abbauen hier. Hier kann ich wieder was abbauen. So, gehen wir mal hier runter. Gucken wir mal. Zack. Haben wir noch irgendwo was? Nee, dann bauen wir uns hier so einfach runter. Das geht, denke ich, auch. So, wo sind wir? 56 sind wir aktuell. Gut, dann können wir unten gleich mal schauen, ob man da irgendwelche Gänge noch finden oder was man da überhaupt finden und so weiter und so fort. Und ja, es ist halt relativ wichtig, dass wir jetzt wirklich halt diese Baumfarm halt haben. Denn damit haben wir ja erstmal eine eigene Baumfarm, können uns eigene Kohle herstellen, die wir dann halt in Turtles halt einsetzen können. Gut, das könnte man jetzt eigentlich auch schon teilweise machen, weil wir ja sowieso schon die Rohstoffe von anderen bisher genommen haben. Aber es nutzt ja nichts, wenn wir jetzt die ganze Zeit die Rohstoffe von anderen nehmen, so gesehen.
Anstatt dass wir die halt selber farmen, keine Ahnung. Die Möglichkeit würde ja auch immer bestehen, ne? Also, keine Ahnung, ihr wisst ja, wie das ist, so manchmal in irgendwelchen Mod-Projekten. Hier sieht's recht unentdeckt aus. Das ist gut für mich. Jetzt weiß ich halt überhaupt nicht, was das hier, was wir hier haben. Was war das jetzt hier zum Beispiel? Keine Ahnung. Kalzit, Rocksalz, keine Ahnung. Weiß auch nicht, was das Blaue ist. Das ist manchmal nervig, wenn es dann nicht angezeigt wird. Ich glaube, das ist Silber sogar. Ausnahmsweise mal. Nee, das ist auch nur Nickel. Ach man! Ich mag nicht mehr. Kacke ist das doch. So, gucken wir mal, hier haben wir das. Gucken wir mal, ob wir hier was finden. Was Schickes. Nee, hier geht's aber ein bisschen weiter runter noch. Hallo? Niemand da. Okay, dann einmal hier hoch. So, okay. Dann können wir uns eigentlich auch direkt weiter instant weiter runterbuddeln. Ich finde ja eh nichts. Hier hinten ist, wobei hier hinten ist was. Oh mein Gott. Meine Fresse, du hast mich gerade ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Ich wollte nur hier hinter mir das mehr mal anschauen. Das ist. Ja, Rubin, das nehmen wir mit. Rubin. Rubin. Ja, da kann man halt gut was an Equipment draus machen am Ende. Monazit, keine Ahnung, was ist Monazit? Was kriegt man da raus? Monazit. Keine Ahnung. Okay. Gut. Ja, von mir aus. Okay. So, wo ging's hier hoch? Ah, scheiße. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal wieder nach oben. Guten Tag. Tschüssi. So, wir waren ja hier stehen geblieben, ne? Das heißt, ich würde hier ganz gerne eigentlich auch nochmal mich beide Runde bauen wollen. So, wir sind jetzt auf 31 sind wir mittlerweile unten. Aber das löst halt, auch wenn wir jetzt Diamanten finden, löst das halt nicht unbedingt unser Problem. Weil ich meine, Diamanten kriegen können wir vielleicht noch so herstellen, ne? Aber die Enderperlen, die haben wir halt nicht. Aber wir könnten zumindest vielleicht eine Kiste oder was in die Richtung hinstellen, aber es ploppt halt, können wir halt trotzdem rausploppen. Ah, das ist halt sehr, sehr schwierig aktuell. Ich glaube, wir müssen sehr weit runter auf 7 oder sowas in die Richtung sogar. 19 sind wir aktuell. So, zack, zack. 14 sind wir jetzt mittlerweile unten. Elf. Okay. So. So, jetzt sind wir auf 6 unten sogar. Ich würde eigentlich hier sagen, dass wir auf 7 oder 8, dass wir da ungefähr so bleiben. Das heißt, ich würde hier... Ja, gehen wir einfach mal in diese Richtung und schauen einfach mal, ob wir irgendwas finden. Letzte Mal hatten wir wirklich Glück gehabt, da war dann irgendwas hatten wir dann auch wirklich sehr viele Diamanten dann auch auf einmal gefunden gehabt. Toll. Aber diesmal sieht es vielleicht nicht ganz so gut aus, aber schauen wir mal. Also unser Pickaxe ist auch schon wieder zur Hälfte abgenutzt. Zum Glück haben wir auf jeden Fall eine zweite mit eingepackt. Das ist zumindest schon mal sehr vorteilhaft. Im Grunde genommen reicht es eigentlich halt wirklich, wenn wir halt uns einfach gerade ausbauen, aber was ist das hier? Small Sulfur Erz nutzt uns auch nichts. La 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 la, hier haben wir auch wieder Small Sulfur. Würde eigentlich vielleicht sogar gerne in diese Richtung nochmal gehen wollen. Einfach nochmal anschauen, ob es vielleicht doch irgendwo noch irgendwas gibt. Wie gesagt, wenn wir halt jetzt vielleicht dann auch in diese Lava-Höhle kommen würden oder sowas in die Richtung, da hätten wir wahrscheinlich auch nochmal eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit, etwas zu entdecken, weil da ein bisschen was an dem Zeugs frei liegt, aber... Ah, ist ja auch schon wieder komplett, das Inventar ist auch schon wieder komplett voll. Hab bestimmt wieder Pech und finde nichts. Ach, Mann.
ist dieses Sulfurerz irgendwie Anzeichen dafür, dass irgendwie was finden wäre? Keine Ahnung. Nervig ohne Ende auf jeden Fall. So, ich... ich habe mich schon fast gefreut, ich habe was Blaues gesehen. Oh Mann. Wobei... ein Vorkommen kommt nicht selten allein. Da haben wir es doch. Wunderbar. Perfekt. Perfekt. Das haben wir zumindest schon mal das Problem geklärt. Ja, gut, jetzt haben wir hier natürlich alles an... oh, lol. Small Diamond, oder? Aber es wird uns, glaube ich, nichts nutzen. Weil das auch schon wieder hier in Stone Dust. Ja, das ist halt das, was uns nichts nutzt. Okay, das heißt, wir nehmen mal raus den Faden. Ach, keine Ahnung. Wir müssen hier so viel rausnehmen schon wieder. Da muss aber mehr. Da muss aber jetzt hier noch ein bisschen mehr kommen. Hier ist eins noch, okay. Drei haben wir bisher. So, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen Monazit. Nehmen wir, was nehmen wir raus hier? Bruchstein, Nikolit, Diamond, okay, gut. Jetzt haben wir schon mal den Diamond zumindest schon mal aufgenommen. Das sind vier, auf jeden Fall schon mal. Ja, das ist halt auch... ja, wir brauchen halt dieses komplette Ader hier. Weiß nicht, was dann am Ende rauskommt bei. Ich würde halt sagen, dass wir halt auf jeden Fall nochmal irgendwas rauswerfen hier. Nikolit hätten wir hier zum Beispiel. Können wir hier nochmal ein Spinnenauge rauswerfen. Dann hätten wir Graphit. Können wir hier Bruchstein nochmal rauswerfen. Haben wir hier noch irgendwo was? Und wir die ganzen Rohstoffe zumindest mitnehmen. Nicht, dass es dann halt am Ende irgendwie weg ist, das Zeugs. Das muss halt am Ende... das muss auch nicht unbedingt sein. So, das nehmen wir hier nochmal weg. Gucken wir mal, ob wir hier noch was finden an Diamant. Das ist scheinbar weg. Hier haben wir einen Diamant noch. Hier sind auf jeden Fall noch welche. Joa, damit können wir zumindest schon mal das eine machen, aber das andere noch nicht. Da brauchen wir dann noch einen Enderman, da müssen wir noch auf Nacht oder irgendwie hoffen. Da müssen wir mal wohl auf Farming-Tour gehen, nachts. Hier ist aber erstmal nehmen wir uns noch auf jeden Fall noch die Dias mit, die wir noch finden. Und es könnte ja doch noch sein, dass wir hier, zum Beispiel hier sind auch schon wieder zwei gewesen. Also wie gesagt, wenn man halt dann so eine Order hat, ne, das sind jetzt 15 Diamanten-Erze. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Hier oben ist zum Beispiel auch schon wieder was an Dia-Erz. Ist schon wieder das Inventar voll? Ja, sieht so aus. Gucken wir mal hier. Spinnenauge hat man hier am Start. Ne, das nehmen wir nicht mit. Das hier, Tesla-Lied. Genau. Wie gesagt, alles mitnehmen jetzt, was wir an Dias finden. Sowas kann man sich nicht entgehen lassen. Zack. Lalala, hier war zum Beispiel auch schon wieder eins und einer mit dabei. Okay, wir müssen aber die Ader jetzt so ziemlich ausgeschöpft haben. Ja, die Ader ist auf jeden Fall ganz gut ausgeschöpft. Hier unten ist nichts mehr. Okay, ich sehe jetzt auch nichts mehr hier davon. Ah, okay. Die Ader wurde auf jeden Fall... ja, im Normalfall werden die sowieso normal generiert. Das heißt, wir machen das hier mal zu. Zack. Und damit haben wir auf jeden Fall was Schönes gefunden, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach mal in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.